Die Mannschaft des ISS und der Sezession. Sie wissen, wer die Jungs sind. Wir sind die gute Rechte, die kluge Rechte, die fröhliche Rechte, die schöne Rechte. Die Threat Life. Die Neue Rechte ist natürlich kein hedonistisch oder neokonservativer Haufen gewesen und sollte das auch nicht sein. Man liest Marx nicht, um Marxist zu werden. Von rechts. Von rechts. Ein Besitzer. Die Threadwife. Das heißt, die traditionelle Frau. Auf sie wird gebrüllt. Sie fassen mich nicht an! Sie fassen mich nicht an! Sie fassen mich nicht an! Der Weg ist das Ziel. Die weißen Herrenvölker sind von ihrem einstigen Rang herabgestiegen. Sie verhandeln heute, wo sie gestern befahlen, und werden morgen schmeicheln müssen, um verhandeln zu dürfen. Schnee, ich finde es zu kurzen und diese Dinge habe ich verstanden, was der Heidegger mit Gestell meint. Besonders nachts sind sie furchterregend und dann blinken ihre Augen immer so zu kurz, wie man das Gefühl hat, so eine Armee von Riesen irgendwie auf die Sieg kommt. Our guest for this evening, Nils Wegner. Nils, could you please say hello? Yeah, hello, and thanks for having me. Ich finde, er sät da schon eine gefährliche Saat. Und dann fährt er zurück nach Schnellroda und geht hinter seinen Gartenzaun und füttert die Ziegen. Und irgendwo anders mit den jungen Leuten, die er den Kopf verdreht hat, da geht dann die Saat auf und die stellen sich dann gegen das System. Ja, hey, seid ihr, komm, lauter, komm, 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 komm! Es ist ein Dienst, ja, ein Dienst an einer großen Sache, an unserem Volk oder unserer Nation, und nicht immer schön. Diese Arbeit, die wir machen. Und wir sind im Grunde wirklich das, was man klassischerweise ein Vorbild nennt. Unsere Bildungskarriere bis zum Ende durchschritten, aber wir haben abgeschlossen das Studium. So. Wir haben unser Militärdienst geleistet, wir waren beide Offizier. Wir sind Familienväter. Du hast ein Unternehmen. Ich bin auch freiberuflich tätig. Wir zahlen Steuern? Ja, wir zahlen Steuern, in der Tat. Wir ziehen die nächste Generation auf, und zwar nicht zu unbeträchtlichen Teilen.
Wir sind die gute Rechte, die kluge Rechte, die fröhliche Rechte, die schöne Rechte.